Servus Freunde, Nondino hier und willkommen zu unserem nächsten Video der Kategorie Tipps und Trips für Anfänger. Und in diesem Video beschäftigen wir uns mit dem Thema Abilities, Fähigkeiten, was kann der Gott, den ich spiele, überhaupt wirklich? Nutze ich ihn zu vollem Potenzial? Jetzt werden so einige sagen, oh, Dicker, was laberst du, Alter? Ich hab mein Gott schon auf Level 10, ich rasiere in Silber, ich stehe immer 27,3, 20,4, ich nehme voll auseinander, ich weiß, was er kann. Alles klar. Wir dachten auch immer, wir wissen, was unsere Champs können. Auch Götter, die wir auf Level 10 hatten, da haben wir manchmal gar nicht mehr gelesen, was die wirklich können, wozu sie eigentlich noch imstande sind. Also das kann jedem passieren. Es kann sein, dass ihr wahrscheinlich einen Gott ewig spielt und nie wirklich sein Potenzial ausgeschöpft habt, vor allem nicht beachtet habt, gegen welche Götter er richtig gut ist, wann ich am besten diesen Gott pick. Und darauf gehen wir heute mal ein bisschen näher ein. Viele nutzen halt ihre Fähigkeiten ziemlich random. Sie spielen einen Gott, spielen den die ganze Zeit, weil sie einfach sein Kit mögen, aber lesen zum Beispiel nie ihre Fähigkeiten wirklich, um zu sehen, hey, diese Fähigkeit gibt mir nochmal einen anderen Vorteil gegenüber anderen Göttern. Also, was kann dieser Gott nochmal als extra? Man könnte zum Beispiel mit bestimmten Fähigkeiten, die dich immun gegen etwas machen, es umgehen, Beats einzusetzen, es umgehen, Eggs einzusetzen, die man später in einem Kampf eher brauchen kann. Also falls ihr jetzt zum Beispiel einen neuen Gott auswählt, der euch gefällt und ihr besser werden wollt mit ihm, solltet ihr euch ein paar grundlegende Fragen stellen. Die erste ist, was kann meine Passive vor allem? Ist sie wichtig? Muss ich sozusagen, um meine Passive zum vollen Grad auszunutzen, auf eine bestimmte Art und Weise meinen Gott bauen, also die Items richtig bauen? Beispiel ist zum Beispiel Kukulkan, der von Mana profitiert. Oder hier zum Beispiel Ares, der von Auras profitiert. Zum Beispiel, wenn ihr jetzt Ares komplett ohne Auras baut, ne, sagen wir, ihr holt sogar ein, zwei Items, die euch Magical Power geben, werdet ihr eigentlich nie den Grad erreichen, also als Support, den ihr mit Auras erreichen könnt. Ihr seht hier, wir haben 55 Magical Power, wir haben kein Aura-Item in unserem Kit drin. Und das ist das, was wir jetzt schaffen, ohne Auras. Jetzt haben wir Aura-Items gekauft, abzüglich Voidstone haben wir jetzt 120 Magical Power. Wir haben mehr Verteidigung, wir haben mehr für unser Team geholt und haben da immer noch sogar mit Schaden profitiert, erhöhten Schaden profitiert. Anderes Beispiel. Was sind die Extras meiner Fähigkeiten? Guan Yu's 3. Guan Yu ist in seiner 3 Knockup immun. Das heißt, ein Tier kann ihn nicht mit seiner 1, egal in welcher Form, kein CC anwenden, wenn er seine 3 nutzt. Das gleiche gilt für Anubis. Anubis ist in seiner 1 Knockup immun. Ein Cerberus, ein Sylvanus, ein Herkules, eine Pele können ihn nicht in die Luft hauen. Das heißt, sie können ihr Kit nicht vollständig an ihn ranbringen. Das gleiche gilt für Daji. Daji ist in ihrer 2 Knockup immun. Sie ist ein super Counter gegen Susanus, weil Susanus Ulti ein Knock-Up tut und seine 2, dieser Pull, der im Endeffekt ja auch ein Knock-Up ist. Das heißt, worauf sich Susanoo am meisten verlässt, in der Regel sind diese 2 Knock-Ups, ne? Oder ist sein wirklicher CC, ist seine 2 und seine Ulti. Und wenn er die countert, was kann er noch großartig machen? Dann habt ihr noch einen guten Follow-Up, das heißt, ihr kommt trotzdem noch an ihn ran, obwohl er wegdasht, und das macht Daji. Deswegen picke ich auch immer Daji gegen einen Susanoo, weil die einfach super Counter ist gegen den. Und zu guter Letzt gehen auch meine Fähigkeiten zum Beispiel auch noch durch Wände. Was können meine Fähigkeiten erreichen? Zum Beispiel die Heal. Die 1 in der dunklen Phase von Heal geht nicht durch Wände. Das heißt, wenn ein Gegner hinter einer Wand steht, kann ich ihn nicht treffen. Wohingegen die in der Heilungsstance ihre 1 durch die Wand geht. Das heißt, wenn ein Gegner kurz vorm Sterben ist und über eine Wand springt, habt ihr noch die Möglichkeit, ihn zu töten. Die meisten hören dann auf, die, wo jetzt zum Beispiel das Kit nicht hundertprozentig können, und lassen es einfach sein. Also es gibt sehr viele Götter, die andere Götter kontern. Vor allem auf der Solo-Lane ist es sehr wichtig. Beispiele sind jetzt zum Beispiel, ein Jormunganda ist super stark auf der Solo-Lane, aber alles, was springen kann und eigentlich seine 2 sozusagen den Hauptschaden von Jormun gefühlt aus dem Weg gehen kann und das durch einen Jump, ist super stark gegen Jormunganda. Eine Bellona tut am Anfang auf ihre 2 setzen, wo sie den Hammerschwung macht. Alles, was diese 2 unterbrechen kann, ist stark gegen Bellona. Es ist nicht broken, aber es ist am Anfang sehr gut. Und wenn man das ausnutzt, zum Beispiel als Hate, könnt ihr einfach die 2 auf Bellona klatschen und zack, clear ist gefühlt weg. Ne? Also es gibt sehr viele Möglichkeiten, sein Kit zur Vollschnelligkeit auszunutzen. Das heißt, es komplett auszureizen. Lest eure Fähigkeiten. Nein.
um besser zu werden, um euren Gott richtig kennenzulernen und vor allem spielt so viel Götter wie möglich, damit ihr auch wisst, was die anderen Götter können. Das war's mit dem Guide. Ich hoffe, das hat euch geholfen. Auch wenn es ein bisschen flott ist, wir wollen ein paar kurze Videos machen, sonst wird es zu trocken auf Dauer. Also, bis zum nächsten Mal und viel Spaß. Fickt euch! Fickt euch! Fickt euch von Herzen! Fickt euch! Fickt euch! Diese Worte sind für uns von großer Bedeutung. Sie helfen uns, das auszudrücken, was wir als Firma anders sehen als andere.